Mit einer minimalistischen Capsule Wardrobe hat man weniger Stress beim Anziehen und hat immer etwas Passendes im Kleiderschrank. Man gibt weniger Geld aus, ist weniger anfällig für Modetrends und lebt auch nachhaltiger. In diesem Video zeige ich dir, wie ich meine Capsule Wardrobe für den Herbst aufgebaut habe. Anhand meiner Struktur zum Aufbau einer Capsule Wardrobe, wie ich es dir in meinem letzten Video gezeigt habe. Los geht's also mit der Basis. Das ist bei mir auch eine Jeans und ein Oberteil. Das hier ist so eine beispielhafte Basis, einfach ein gemütliches T-Shirt und eine gut sitzende Hose, die ich mit all meinen Jacken für den Herbst kombinieren kann und auch mit all meinen Schuhen. Das sind die Farben meiner Capsule Wardrobe. Ich habe so ein Blau-Schwarz, Braun- und Beige-Töne, Weiß und dann noch einen Rosa und einen Grünton in meiner Capsule Wardrobe. Nun geht's weiter zu den Uniform-Looks. Das heißt, wir schauen uns an, welche Anlässe wir haben. Bei mir sind das diese drei Anlässe und kreieren dann dafür unsere Uniform. Meine erste Uniform ist der Freizeitlook. Da trage ich gerne einen Top mit einer Hose und das erweitere ich gerne durch einen Pullover. Oder wenn es die schickere Variante sein soll, nehme ich auch gerne einen Blazer und zum Ausgehen diese Variante. Jetzt geht es weiter an die Capsule Wardrobe und an die Erweiterungen, also Teile, die diese drei Uniforms sehr gut ergänzen. Ich habe mehrere Tops, die auch verschieden geschnitten sind. Ich habe zwei mit mehr Ausschnitt und zwei hochgeschlossenere. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Und so habe ich halt immer etwas, was ich unter einem Pullover anziehen kann oder auch unter einem Blazer. Und es sieht auch immer ein bisschen anders aus. Ich trage total gerne Pullover und Strickjacken und mag es einfach generell gemütlich und so, dass ich mich wohlfühle. Deshalb habe ich mir mit der Zeit verschiedene Strickjacken und Pullover-Varianten zugelegt. Gerne auch welche, die ich als Pullover und auch als Strickjacke tragen kann. Und vor allem habe ich auch darauf geachtet, dass es immer verschiedene Farben sind, verschiedene Schnitte und so eben auch verschiedene Looks dabei sind. Und an dieser Stelle habe ich noch einmal eine Fair Fashion Empfehlung für dich. Ich habe ja kürzlich Organic Basics für mich entdeckt. Besonders, wie der Name auch schon sagt, für Basics. Also für Unterwäsche finde ich Organic Basics perfekt, weil man sowas tendenziell halt auch nicht Secondhand kauft. Ich habe zum Beispiel schon ganz viele Jahre Socken von Organic Basics, die auch super gut halten. Und kürzlich habe ich mir nochmal ein bisschen dickere Socken zugelegt, weil man die einerseits so ganz cool wie bei Gen Z üblich über der Hose tragen kann, wenn man das machen möchte. Aber ich fand es auch total schön jetzt zu meinen Boots zum Beispiel, wenn ich da ein Kleid zu anhabe. Und auch generell habe ich diese dickeren Socken gerne in meinen Stiefeln und Boots an. Organic Basics ist eine Firma aus Dänemark, die Fair Fashion produziert und nachhaltigere Stoffe wählt, also sowas wie recycelte Stoffe oder 100% Bio-Baumwolle wird dabei verwendet. Und vor allem ist auch alles total bequem. Vor allem liebe ich meine Tops. Ich habe auch so ein T-Shirt, was ich mir unbedingt nochmal in Schwarz nachkaufen möchte, weil ich das ständig anhabe. Ich finde den Schnitt einfach mega schön, weil das auch eng anliegt, aber das ist ganz, ganz gemütlich. Und dieses Top hier mag ich auch unglaublich gerne. Hier kann man eben auch den Träger verstellen und das bedeutet, dass man halt je nachdem auch, was für eine Oberweite man hat, man das gut anpassen kann an sich und seinen Körper und dementsprechend dann auch so tragen kann, dass es einem gut gefällt. Wenn du mal auf der Seite stöbern möchtest, dann bekommst du mit meinem Code 10% Rabatt bei deiner Bestellung. Und ich habe auch in der Infobox alle Teile, die du hier in dem Video siehst, einmal pro Stück sozusagen verlinkt. Und wenn wir jetzt weggehen von den Basics, dann habe ich auch ja geblümte Tops. Das hat sich auch in den letzten Jahren nicht verändert. Mein eines Top trage ich im Herbst einfach mit einer kuscheligen Strickjacke. Und ansonsten passen die wirklich auch zu all meinen Sachen. Ich kann die also gut, ja man sagt ja immer up und down dressen. Das klingt auf Deutsch ein bisschen doof. Aber ich kann daraus gemütliche Freizeitlooks machen. Etwas, was ich dann anhaben kann, wenn ich mich mit einer Freundin treffe zum Beispiel. Aber ich kann auch einen Blazer drüber werfen und das sieht dann ein bisschen schicker aus. Oder ich ziehe mir mal eine andere Hose an und Stiefel mit einem Absatz. Und so wird das Ganze dann, ja,
auch so, dass ich das wirklich sehr vielseitig im Alltag oder generell im Leben tragen kann. Das hier sind nochmal meine Jacken. Ich habe eine vegane Lederjacke, dann habe ich einen grünen Mantel und eine sportliche Pufferjacket, nennt man die, glaube ich. Die habe ich mir vor allem zum Wandern zugelegt. Erwische mich aber auch, dass ich die oft in der Freizeit anhabe, weil die einfach sehr praktisch ist, besonders bei so regnerischem Wetter. Und eine Regenjacke habe ich auch noch. Dann geht es weiter an die Unterteile. Meine Basis ist ja eine Hose und ein Oberteil. Von daher habe ich mittlerweile mehrere Hosen, die alle auch ein bisschen verschieden sind. Sehr empfehlen kann ich eine Marlene-Hose, weil man die eben auch zu super vielen Anlässen tragen kann, die auch festlicher sind zum Beispiel mal. Dann mag ich Mom-Jeans sehr gerne und habe da zwei verschiedene Farben von. Und ich habe auch eine Schlag-Jeans oder Bootcut-Jeans nennt man das, glaube ich. Und dann habe ich noch eine Röhrenjeans. Wichtig ist nämlich auch, finde ich, was für Schuhe man gerne mag und dass man dann eben auch Hosen oder Röcke oder so hat, wo auch diese Schuhe dann gut zu passen. Und im letzten Schritt geht es dann nochmal an die Hit Pieces, also die Teile, die irgendwie die Kleidung persönlicher machen oder die man vielleicht nicht ganz so oft anhat, aber den Kleiderschrank einfach nochmal ein bisschen spannender machen. Bei mir sind das meine beiden Partytops, mein Wollkleid aus dem Sommer, was ich auch im Herbst und Winter anziehen kann. Und auch meine Stiefel mit Absatz würde ich dazu zählen, weil ich sie jetzt nicht ständig im Alltag trage. Auch meinen Schmuck könnte man dazu zählen, der ist ja auch ein Accessoire. Taschen habe ich übrigens zwei Stück, die eine habe ich hier gar nicht gezeigt. Und das hier sind nochmal meine Schals, Mützen und Handschuhe für den Herbst und Winter. Ja, das war meine Capsule Wardrobe. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Falls du Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!